Für mich ist diese 50 Jahre eigentlich, wie wenn es gestern wäre. Es waren damals Ford, Opel, BMW als Werksautos da. Vor allen Dingen auch ein amerikanischer Camaro, der so als Favorit gehandelt wurde. Und wir als kleiner 12-Mann-Betrieb sind angetreten, um mit diesem Auto zu gewinnen. Wir sind nicht angetreten, um dahin zu fahren und Motorsport zu machen, sondern wir waren überzeugt, dass wir mit dem Auto gewinnen können. Damals ist man wirklich mit dem Rennauto durch den Ort Spanach gefahren. Die beiden Fahrer, Hans Heyer und Clemens Schickendanz, haben mit dem gleichen Ehrgeiz und auch mit der gleichen Vorsicht das Rennen angegangen. Sie haben gewusst, entscheidend ist, wenn man nach 24 Stunden vorne ist und nicht erst nicht am Anfang. Wir waren Vierte in der Startaufstellung und es hat sich dann auch gezeigt, dass unser Auto als erstes aus der Startrunde zurückkam. Jeder hat damals gesagt, in den letzten 10 Jahren hat kein Auto das 24-Stunden-Rennen beendet, das als erster aus der Startrunde kam. Das war eine gute Motivation für uns, ja, zu zeigen, dass es vielleicht doch möglich ist. Und siehe da, Ergebnis bekannt. Aber es war auch ein bisschen Enttäuschung dabei, weil wir waren jede Runde schneller als der Wettbewerber. Leider war unser Tankvolumen begrenzt, genau gleich wie bei den 3-Liter-Fahrzeugen auf 120 Liter. Und wir mussten einfach wesentlich öfters tanken als der Wettbewerber. Aber was eigentlich das Besondere war, dass die Zuschauer dieses Auto eigentlich als den Sieger gesehen haben. Und das ist bis heute so, dass die Menschen eigentlich den Erfolg, den dieses Auto hatte, eigentlich als Sieger sehen. Ja, während so einem 24-Stunden-Rennen gibt es natürlich einige Momente. Ja. Auch damals ist Spa dem gerecht geworden. In der Nacht war höllischer Regen, was uns natürlich mit diesem doch etwas schweren Auto eigentlich wirklich entgegenkam und wir einige Boxenstopps wieder reinfahren konnten. Aber ein ganz besonderes Erlebnis war, als wir Reifen montieren wollten und wir plötzlich feststellten, dass auf unserer Hinterfelge ein Vorderreifen drauf war und auf der Vorderfelge ein Hinterreifen drauf war. Im ersten Moment, also mein Bruder hat es gemerkt, sagt, das ist Sabotage, uns wollten sie hier reinlegen. Ich weiß nicht, ob es so war. Ja, auf jeden Fall, es ist noch rechtzeitig bemerkt worden, ja, konnte noch repariert werden und es ging gut aus. Es gibt bestimmte klassische Rennstrecken, ob das die Nordschleife ist oder Spa, das einfach ein Riesen-Image hat. Warum? Weil dort sehr oft dramatische Rennen stattgefunden haben, was einschließlich so weit geht, dass auch auf diesen Rennstrecken auch viele Rennfahrer damals ihr Leben verloren hatten. Wir hatten damals für uns auch das Selbstbewusstsein zu sagen, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Und wenn man gewinnen will, muss man sicher auch bestimmte Risiken eingehen, die auf so einer Rennstrecke wie Spa auch besonders hoch sind. Aber mit Hans Heyer und Clemens Schickendanz waren wir da sehr gut aufgestellt. Ja, als wir das Projekt gestartet haben, waren wir ein Betrieb mit 12 Mann. War ein Betrieb, bei dem ich und Erhard Melcher das Sagen hatten. Und wir gemeinsam entschieden haben, ja, wir gehen nach Spa. Das war ungefähr ein Jahr vorher. Ich denke, wir waren von Anfang an sicher, dass wir in der Lage sind, ein Auto zu bauen, das in Spa erfolgreich ist. Aber welche finanziellen Ressourcen wir hatten, brauche ich, glaube ich, nicht lang zu erklären. Wir waren ein 12-Mann-Betrieb, der gerade mal ein paar Jahre recht und schlecht funktioniert hat und dann so vermessen ist zu sagen, dass wir jetzt nach Spa gehen. Nur für uns war der Motorsport die einzige Chance, um überhaupt bekannt zu werden. Und auch die einzige Chance, um zu zeigen,
was wir können. Und deshalb war das für uns eigentlich die Aufgabe überhaupt. Wir kamen dann in Spar an, haben gesehen, was uns da erwartet. Da ging mir schon ein bisschen das Herz in die Hose. Wir waren mit dem 613er Kastenwagen gekommen, wo die Ersatzteile drin waren. Dahinter ein kleiner Hänger, auf dem das Auto war. Ja, so sind wir da angetreten. Waren mit einer relativ kleinen Mannschaft vor Ort. Und die Werksteams von Ford, Opel und BMW, die mit riesen Trucks damals schon ankamen, mit einer Mannschaft, die alle 4 Stunden gewechselt worden ist. Okay, wir mussten es akzeptieren und ich denke, der Erfolg spricht für die Mannschaft und vielleicht auch heute noch für AMG. Und ich denke, auch in Zukunft werden die Beispiele des 6,3 Liter oder der Hämmer ein Beispiel sein, auch für die Elektroautos. Und ich gehe davon aus, dass auch das besondere Autos sein werden, die da von AMG kommen.